Wir bekommen einen neuen Spielmodus, Deathmatch-Änderungen sollen auf uns warten und einige wichtige Themen mehr, die jetzt Riot Games veröffentlicht hat, nachdem sie einen extremen Shitstorm bekommen haben. Was genau passiert ist, das besprechen wir im heutigen Video. Ja, ich bin persönlich relativ froh, dass ich das Video heute erst machen kann, denn am 19. Mai kam Frag Valorant und hier gab es dann daraufhin, wir werden uns das gleich ganz in Ruhe anschauen, einen riesengroßen Shitstorm. Super viele Content Creator und vor allem auch Pro Gamer haben sich zu Wort gemeldet und verlauten lassen, dass die mit der Entscheidung Riot Games gar nicht zufrieden sind. Daraufhin hat sich Riot Games gemeldet und geantwortet. Und all das besprechen wir jetzt und auch die Problematik rund um Valorant. Also was bewegt uns Spieler und warum macht Riot Games nichts? Genau darum geht es im heutigen Video. Ich würde sagen, wir starten mit dem Frag Valorant Thread vom 19. Mai. Hier geht es auch nur ganz kurz darum, dass wir mal die einzelnen Themen und die Antworten durchgehen. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon gesehen, aber es wurden Fragen gestellt, die wieder beantwortet wurden, wie zum Beispiel: Ja, wir haben jetzt 7 Karten, bald kommt ja die 8. Wir würden gerne ein Kartenauswahl- und Kartenbannsystem haben. Das ist ein Feature, das sich sehr viele Menschen wünschen. Es gibt einige Karten, die einfach nicht gerne gespielt werden. Riot Games findet das aber nicht so cool, denn ihre Antwort lautet nämlich wie folgt: Wir wollen aktuell dafür sorgen, dass alle Spieler lernen, auf allen Karten zu spielen und nicht bestimmte Karten vermeiden. Allerdings sind wir der Meinung, dass ein Kartenauswahl-Kartenbannsystem in Situationen mit komplexen Teamstrategien durchaus Sinn ergibt, wie unserem geplanten Turniermodus. Ein solches System befindet sich noch in der Planung. Das heißt, wir werden erstmal keine Möglichkeit bekommen, um Karten zu bannen oder um Karten zu picken. Genauso geht es ja auch um das Thema der Geschenke, also Skins verschenken. Das könnte ich zum Beispiel in-game auch machen. Ich mache alle paar Wochen mal einen Giveaway, könnte ich dann in-game super easy abbilden. Wir haben schon Ende 2020 darüber gesprochen, sie sind sich aktuell aber auch im Klaren, dass es keine hohe Priorität hat und deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wie sieht es denn mit einem Replay-System aus? Und das ist der größte Punkt, warum Riot Games einen riesen Shitstorm abbekommen hat, denn sie arbeiten da irgendwie doch gar nicht dran, obwohl es ja von Anfang an angekündigt wurde und hier widersprechen sie sich selbst so ein bisschen. Und darauf sind dann auch ganz viele Leute eingestiegen und ausgerastet, weil die gesagt haben, Leute, ein Replay-System wünschen wir uns seit Minute 1 an. Wir wissen, dass die Funktion häufig von allen möglichen Spielern nachgefragt wird. Unsere Sondierungen in den Bereich laufend gehen die Entwicklungen anderer Valorant-Funktionen einfach vor. Das heißt, andere Themen wie Agentenfortschritt, Spielverhaltensfunktionen, Belohnungen, Wege zum Sammeln von Gegenständen im Spiel. Ja, und darauf werden wir auch gleich nochmal genauer eingehen. Ansonsten gibt es hier noch verändernde Skins, wenn man angreift und verteidigt. Da sagen sie eigentlich nur, dass ihre Engine gerade geprüft wird, ob das irgendwie zu Lags bzw. Ruckland führt. Also wenn quasi im Back-System, also Backend-System immer hinterlegt wird, dass man 2 Skins auswählt, könnte das zu Nachladezeiten bzw. Ladezeiten oder auch Performance-Einbußen führen. Und das möchten sie ganz gerne verhindern. Das war so overall erstmal das wirklich die wichtigsten Informationen. Und wenn man so alles durchgeht, denkt man sich, woran arbeiten die eigentlich gerade? Und da dieser Shitstorm relativ eskaliert ist, hat sich dann Arna Harafn-Gilvason gemeldet. Der ist Riot Games Mitarbeiter. Follow-up from last week's Ask Valorant Response. Und hier haben sich auch etliche Menschen gemeldet. Und den Post gehen wir ganz kurz durch, denn da stecken ein paar sehr, sehr coole Informationen drin. Ich übersetze einfach mal ganz direkt. Hier macht er quasi nur eine kurze Einführung, dass es ein paar Dinge gibt, auf die man sich freuen kann. Um erstmal festzuhalten. Wir wollen auch In-Game-Replay-Systeme. Sie werden passieren, aber sie brauchen länger als erwartet oder als wir uns dachten. Man kann auch keine konkreteren Informationen geben. Ich weiß, dass ihr von uns nicht so durchsichtig bzw. transparent mitgeteilt bekommt, woran wir gerade arbeiten, aber ich freue mich sehr darüber, dass wir in Episode 5 und Episode 6 geile neue Sachen am Start haben. Die neue Map zum Beispiel, wir alle wissen, dass in wenigen Wochen es soweit ist, nämlich zum neuen Aktstart müsste es dann soweit sein. Dann, dass es Deathmatch-Änderungen geben wird, Balance-Updates für mehrere Agenten, das ist ja auch eine Sache, auf die wir alle warten. Ein neuer Spielmodus und natürlich auch das Tournament-System, das in die interne Beta geht. Wir haben noch mehr in der Pipeline, an dem unser Team arbeitet und auch super ehrgeizig ist und auch interessiert daran ist, mehr Details zu teilen. Aber wir haben noch keine Timeline dafür und werden euch quasi Bescheid geben, sobald wir mehr Informationen haben. Für mich hört sich das soweit so an, als würden sie etwas zurückrudern und als hätten sie die Prioritäten verschoben und verändert, weil es passiert
halt auch einfach nicht so viel. Also, wenn man bedenkt, dass Riot Games eine riesige Company ist, dass da unfassbar viele Menschen dran arbeiten und Valorant ein sehr erfolgreiches Spiel ist, das muss man ganz klar so sagen, dann wünscht man und fordert man teilweise auch mehr Inhalte und mehr Transparenz. Dass so wichtige Features wie ein Replay-System nicht kommen, dass das auf etwas erregte Gemüter trifft, die dann da schon ein bisschen angepisst sind, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber diese ständige Frage, woran arbeitet Riot Games eigentlich? Wir wissen jetzt, dass ein Phoenix und ein Cypher verändert werden in der Zukunft. Wir wissen, dass eine neue Karte kommt, immer wieder ein neuer Battle Pass. Aber das sind ja alles einzelne Teams, die machen ja ihre Arbeit einfach Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat und haben ja ihre Timeline. Aber viele Updates, die on top kommen sollten, die sie auch ankündigen, irgendwie hapert es da so ein bisschen. Und ich habe dann eine ganz interessante Antwort von der Person, von der ich gerade eben auch den relativ langen Tweet vorgelesen habe. Denn es wird ein weiterer Grund genannt, warum alles so lange dauert. Sparda schreibt nämlich, "Honestly, Riot should hire more people. Every game is clearly suffering with short staff, both Valorant and League." Das heißt, er sagt im Endeffekt, wir haben zu wenig Mitarbeiter, holt euch doch einfach Mitarbeiter ran. Und er postet einfach nur die Stellenanzeigen ausschließlich für Valorant und guckt euch die mal an. Alleine zum jetzigen Zeitpunkt sind es 74 offene Positionen für Valorant. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe diese Seite tatsächlich relativ gut im Blick und schaue doch immer mal wieder rein, weil ich einfach sehr interessiert bin, was für Stellen gerade ausgeschrieben werden, weil man ja auch teilweise so ein bisschen ablesen kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich das zum Beispiel jetzt hier gerade Richtung Mobile, AI und Game Designer. Das sind alles Stellen, die sie belegen oder besetzen müssen, damit an diesem Spiel gearbeitet werden kann. Und ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass Riot Games einen erheblichen Fachkräftemangel für unter anderem auch Valorant hat. Ich glaube, sie finden einfach kaum Leute, mit denen sie zusammenarbeiten können, die an all den Themen arbeiten können, die wir uns gerne wünschen würden. Das soll jetzt keine Ausrede sein und ich will auch selber natürlich Content haben, der uns alle glücklich macht und ich freue mich auf jedes große Update, damit ich Videos machen kann und damit wir das Spiel mehr genießen können. Aber ich glaube, das ist einfach gerade eine von vielleicht mehreren Begründungen dafür, dass einige Sachen so lange warten. Das heißt, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir bekommen in wenigen Wochen eine neue Karte, einen neuen Battle Pass. Wir werden weiterhin unsere Skins bekommen. Aber all die anderen Sachen, die on top kommen, wie ein Replay-System, dass man vielleicht Skins verschenken kann. Ich glaube, das sind alles Dinge, die auf die Warteliste kommen. Und die werden dann irgendwann abgearbeitet. Und vielleicht kommt das Replay-System Ende des Jahres. Vielleicht kommt es aber auch erst in 2 Jahren. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wo der Fokus liegt. Und ich glaube, der liegt, auch wenn sie einen Shitstorm bekommen haben, eher bei anderen Dingen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Reicht euch der Content, der jetzt angekündigt wurde für die nächsten 2 Saisons? Also wir reden ja da auch von einigen Monaten. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, reden wir so von bis September, Oktober, November ungefähr. Da müssten ja die Seasons dann vorbei sein. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Geht gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich stehe im regen Austausch mit Riot Games und hoffe natürlich auch ein bisschen Sachen verbessern zu können. Deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen. Falls ihr mehr Videos von mir zu Valorant und anderen Games sehen wollt, haut gerne einen dicken fetten Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu Valorant und anderen Games verpasst. Danke fürs Einschalten. Stay tuned. Das war's, Moogle. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.